Guten Tag, meine lieben Leute. Willkommen zurück zu SpongeBob Schwankopf Schlacht um Bikini Bottom. Im letzten Part sind wir bis zur Innenstadt von Big Rock Bottom vorgedrungen. Und jetzt gehen wir mal rein, würde ich sagen. Okay. Where am I now? Could you tell me? Plus. Plus. Mal schauen, was wir so haben. So, auf jeden Fall eine Bushaltestelle und Mr. Krabs. Ahoi, Sandy! Guten Morgen, Mr. Krabs! Okay, I think I need to be in Spiel. Hey, Mr. Krabs, was tun Sie da? Nun, ich hätte schwören können, einen goldenen Pfannenwender gesehen zu haben. Aber ich glaube, er ist diese Rutsche hinuntergefallen. Die Rutsche hinunter? Er könnte kaputt gehen. Ich muss ihn retten. Los, Jung, los! Rette den armen Pfannenwender! Los geht's. Bumm. 40 Sekunden, um dorthin zu kommen. Let's go! Okay, mal schauen. Ist das realistisch, dass man das schafft in First Try? Autsch! Nicht, wenn ich mich hier umbringen lasse, aber wenn ich den Speed behalte, sollte das gehen. Hoffentlich. Please. Please work. Please work for me. Please game. Do it. Do it. Oh. Yeah. Mitten reingelandet. Das ist nice. Das gefällt mir. Geil. Oh yeah. Okay, Digga, geh weg. Jetzt ohne Scheiß. Ich will dich nicht. Dich ehrlich gesagt auch nicht. Also, geh weg. Hm. Au. Okay, was du wieso now? Ha, nicht schon wieder die Wichskinder. I do not like it them. Warte mal, wäre das eine gute Taktik? Einfach so hinsneaken? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Danke. You serious? Autsch. Okay, fuck! Das war knapp. Los, SpongeBob, das ist dein Geburtstag. Was? Geburtstag? Happy Birthday. Happy Birthday, SpongeBob. 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 Whatever. Yep. Weg. Ich sagte weg mit dir. I don't like you. Or your face. Es glänzt. Ja, das tut es. Genau meine Größe. Autsch. Das Problem hierbei. Wow, I did it! Yes, okay. Fuck, sneaken. Ich mach das auf meine Art. Was ist das? Ah, okay. Sandy. Jop, der Horror. Wo kommst du her? Kamera. Kamera, wieso kooperierst du nicht? Just... Au! Okay, da ist eine Untergatte, die hole ich mir mal. Was haben wir denn hier so? Wo? Wo sind dir die Gegner? I want to. Ich. Ah, die sind irgendwo ganz oben, ne? Ja! What the fuck? Okay, die lasse ich am besten einfach mal alleine. Warte mal. Museum.
bin ich wieder am Anfang angelangt. What the fuck? Okay. Na, wenn das der Fall ist, dann verpisse ich mich hier. Dann verpisse ich mich von hier. Also, seriously, da gehe ich einfach. Ja. Dann schauen wir, was wir als nächstes machen können hier. Und wo wir als nächstes hin können. Sandberg anscheinend. Okay, von mir aus, los geht's. Yeah. Der Sandberg, wo Seekreaturen einen erholsamen Nachmittag verbringen können. Bin ich froh, dass du hier bist, Thaddäus. Ich muss mir wieder deine Zahnbürste ausleihen. Was? Du hast sie schon mal benutzt? Natürlich, sehr oft sogar. Aber ich dachte, was du nicht weißt, mach dich nicht heiß. Toll. Ist ja auch egal. Ich bin sowieso ein Wrack. Ich wollte mich ein bisschen von diesen Robotern erholen und nun ist alles ruiniert. Wegen der Zahnbürste? Nein, wegen dieser blöden Roboter. Sie haben die Skipisten in Beschlag genommen. Wie kann ich denn so Ski fahren? Hör mir zu, SpongeBob, du musst mir helfen. Ich verliere noch all meine Murmeln, wenn ich mich nicht ein bisschen entspannen kann. Ich habe herausgefunden, dass man seine Murmeln in einer Tasche aufbewahren sollte. Ich habe sie sogar dabei. Sie ist bestickt mit dieser lieblichen... Vergiss die Murmeln! Ich habe eine bessere Idee. Ich gebe dir einen goldenen Pfannenwender, wenn du alle Roboter auf den Skipisten besiegst. Ich weiß nicht. Es ist schwer, den Spaß mit Murmeln zu überbieten. Okay, okay. Ich gebe dir für jede befreite Piste einen goldenen Pfannenwender. Also gut, abgemacht. Geiler Deal! So verhandelt man mit Thaddäus, wisst ihr? So macht man das. That's how you do it. Also, Roboter. Now we need to defeat every robot. Das ist auch... Ja, danke. Ich glaube nicht, dass das klappt. Oder? What? Au! Wait. Ah, verdammt. Ich dachte, ich könnte etwas austricksen, aber nein. Aber nein. Nein. Natürlich nicht. Respawn die. Natürlich respawn die. Da ist ein Roboter spawnen. Was denke ich mir denn dabei? Ernsthaft. Ich bin so depo. Aber gut. Boom. Gary. Wow. Hi, Gary. Tolle Konversation mit einer Schnecke, SpongeBob. Wirklich, wirklich toll. Na egal. So, dann machen wir uns mal dran, alle Roboter hier zu bashen. Ah, what the fuck? Nice. Okay, du. Nein! Autsch. Fuck off. Fuck off. So. Was haben wir da? Fischhügel. Nee. Flunderhügel. Where's the difference? I don't know. It's all fish. It's all a fish. It's all fidgets. Na egal. Okay, das ist 3. Aber warum wollte Gary von mir nichts? Warte mal, da ist eine Bushaltestelle. Sandy. Wow. Oh. Was du nicht sagst. Nun, es muss einen Weg nach da oben geben. Ja. Muss es. Ich kann's nicht fassen, dass ich SpongeBobs Unterhosen trage. Nice. Okay, es muss einen Weg nach oben geben, ha? Huh? Ja. Ich hoffe, dass wir diese Dinger wirklich brauchen. I would say... Dammit. Mal schauen, ob wir dann irgendwie da hochkommen. Anscheinend ganz einfach. Also. Ja.
ziemlich. Was macht der Knopf? Yay! Okay. Digga, nein. Ich glitch mich wieder so hoch. Das. Und. Jupp. 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 And I done it. Nice. Gefällt mir. Okay. Now what? Irgendwas ist doch da sicher, sonst wäre es nicht da. Oder? Ne? 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 Dammit. Okay, irgendwie anders muss ich dort ne Haken triggern oder so, keine Ahnung. Hm. Aber gut, dann gehen wir einfach mal in Tür Nummer 1. Mit Windspiel, warum nicht, ne? Bist du noch ein Roboter oder so? Ich höre irgendwas. Huh. Whatever. Da sind noch zwei. Hi. So. Ja, gerne. Fischhügel. Riecht nach Fisch. Oh, what the fuck ist das denn für kranker Shit? Muss ich jetzt ein Rennen fahren oder was? Ich bin diesen Hügel schon 100 Mal heruntergekommen. Normalerweise rollend. Die Kinder finden es lustig, mich zu schubsen. Wenn du meine Zeit schlägst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender. Ja. Da. Ah. Naja, ich roll den nicht, also whatever. Gonna take the coolest shortcuts and be super fancy and shit. Da war eine Socke. Fuck it. Wow. Wow. Nice. Und jetzt kriegt die Musik rein, oder was, hä? Verpiss dich. Fucker, you all. I'm gonna do it now. Yeah. Woo. Oh, I missed. Well, das kann ich jetzt schon denken. Ah. Ey, die Zeit ist egal. Ich habe verloren, Digga. Hör auf. Game, stab it. Stab it, Game. Stab it. Stab. 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 Wow. Alter. Okay. Da ist ja, genau. Ja, genau. What the fuck? Digga. Was geschieht hier? Roboter. Wombo Combo. Woo! Es gibt nichts Schöneres als den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Ja, boom. Sieg. Ah. Now what? Do I have to kill robots? Lässt sich machen. Da! Geh weg! Mit deinem scheiß Wetter-Dinger, du Dippel. I don't like you. And you don't like me, so we settle it like men. Robots. Da. Boom. Okay, hit that shit. Oh hey. Nice. Golden Pfannenwunder. Gefällt mir. Oh yeah. Gut. Ich würde sagen, wir gehen aber gleich zur nächsten Piste, weil wir es drauf haben. Ja, yeah, please do that. I goodbye. Flunderhügel. What?
Ich fliege wie der Wind und schwebe wie eine Seebiene. Wenn du meine Zeit schlägst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Yeah. 2 Minuten, Alter, das wird eine lange Strecke. Shit. Na dann, von mir aus machen wir das mal. Da sind Stacheln. Welches Arschloch packt Stacheln auf eine Piste? So eine Scheiß. Ist doch asozial. Na gut. Aber für SpongeBob muss das dann extrem schmerzhaft sein. Ich meine ernsthaft. Der fährt da mit seiner Zunge. Wenn der über die Stacheln fährt, ouch. Das muss dann wehtun. Okay, ich nehme den stacheligen Weg, weil warum nicht? Ich hab's drauf mit dem Pro und so. Obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht der richtige Weg ist oder nicht, aber mal schauen. I don't know. I have no idea. Das ist jetzt voll Concentration, because I can't see shit. Okay. Und woo. Bum bum. Bum. Und ouch. Ey. What? I don't know. Nein! Diggers! Diggers, Diggers, Diggers! Boah. Boah, Alter. Wie lang geht der Scheiß noch? Ah. Boah. Okay. So, ich habe das Gefühl, ich werde diese Herausforderung nicht schaffen, aber fuck it. Ich sehe nicht mal das Ziel noch. Also, what the fuck einfach nur. Yep. Nicht mit mir. Yep. Autsch. Yeah, no way. Obwohl. Yo! Okay, ich muss dann nur noch zur Blubberfrei zurückkehren, aber jetzt erstmal Roboter waschen. Go boom! Ey, ich wollte da hochkommen. Den Knopf drücken, Digga. Bam. Und du. Bumm. Da. Gut, dann besiege ich euch halt schnell. Bam. So. Noch so einer? Why? Why? Why you not die? So. Drücken eines Schalters das Wunderbarste. Drück, 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 drück. Drück, drück, drück. Okay, zurück zum Blubberfreund, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist deine Belohnung. Yeah. Nice. Okay, ich meine, wir haben noch Zeit für die letzte Piste, also wird das halt ein Skipisten-Partei. Also fahren wir einfach die letzte Piste auch noch runter und dann hätten wir, glaube ich, sogar schon so ziemlich den Sandberg abgeschlossen. Damn, ist das eine kurze Area. Aber gut, das ist eigentlich eher nur so ein Time-Trial-Dingens. Aber hey, kann mich nicht beschweren. Ja! Ist klar. Mit meinem aerodynamischen Körper bin ich unschlagbar. Ich gebe dir einen goldenen Pfannenwender, wenn du meine Zeit unterbietest. Meinst du nicht hydrodynamisch? Okay. Let's do this! Was haben die Trampoline zu bedeuten? Finden wir es nicht heraus! Mann, bin ich ein Trottel. Okay. Das könnte die ultimative Challenge sein, vor allem wenn es Larry macht. Ich meine, Larry ist ein Badass. Oder so. I don't know. Okay, fuck the challenge, I'm doing it. Not. Doch, ich mach's. Ja, fuck it. Ich bin. Ja, do it. Just do it!
make your dreams come true. So, what now? Hi. Soccer? Yeah. Okay. Ich glaube, das hat mir wirklich Zeit gespart oder so, glaube ich mal. Aber was weiß ich schon. Jupp. Jupp. Alle jupp. Woo! Knopf. Hi. Could you go away, please? Fuck off. Ernsthaft. Collision Detection, what is that? Digga, das Ding ist noch immer da. What the fuck? What the fuck? Secret? Ah, da ist diese Secret Area, hä? Okay. Noch eine Socke! Boah, Sockengrube hier! Gefällt mir. Weiter geht's! Eine Minute habe ich noch Zeit, um Larrys Challenge zu schaffen! Ob ich es schaffe? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ob die Abkürzungen jetzt wirklich so viel Zeit abrasieren, weiß ich gar nicht. Mal schauen. Rechts. Okay. Go down. Go down the slump. Zip, zip, zip. Fuck it, Abkürzung pur. Okay, das ist eine mega Abkürzung jetzt, glaube ich, gewesen sogar. Oh, das könnte echt knapp werden. Ein knappes Rennen. What the fuck? Nein. Bleib auf der Strecke, Spinch. Da ist das Ziel. Ich sehe das Ziel. Yo, Digga. Yo. Zerstört. Woohoo. Okay, Roboter. Zeigt, was ihr könnt. Get down. Yeah. Get wrecked, Krups. Yeah. That's what I do. I wreck Krups and stuff. Oh yeah. Hä? Okay. Boom! Boah, das ist heftig. Aber gut, zurück zu Larry. Herzlichen Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist deine Belohnung. Oh yeah. Nice. Gefällt mir. Okay, jetzt gehen wir nochmal zu... What the fuck? Bist du high? Was für Drogen hast du genommen? What the fuck? Okay, gehen wir mal zurück zu Tadellini. Oder Tortellini. Ne, Tennisball. Tennisball. Definitiv Tennisball. Guter Tennisball. Jo. Tennis. Neptun sei Dank, dass du es geschafft hast. Jetzt hole ich meine Ausrüstung und kann in Ruhe Skifahren. Ich glaube, Patrick hat sich deine Ausrüstung ausgeliehen. Was? Wer hat ihm das erlaubt? Ich war's. Ich dachte, es würde dir nichts ausmachen. Nichts ausmachen? Natürlich macht es mir was aus. Es ist ja nur die teuerste Skiausrüstung, die man kaufen kann. Was will Patrick eigentlich damit? Er kann doch gar nicht Skifahren. Mir ist ja so kalt. Nice. Das Spiel ist toll. Okay. Wie viel will Mr. Krabs eigentlich haben? Du hast nicht genug... Ja, halt die Fresse. Aber gut, ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir, was hinter Tür 40 steht. Bis dahin, auf Wiedersehen!